Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir basteln heute diese Karte, die habe ich ein bisschen aus der Reserve geholt, weil die habe ich schon mal gebastelt. Die findet ihr vom Instagram-Kanal. Das war die Abitursabschlusskarte von meiner Schwester. Also ist ein bisschen anderes Set als Spruchset gewesen, auch ein bisschen eine andere Zusammenstellung und auch eine andere Farbe. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr sie auf Instagram findet. Einfach ein bisschen runterscrollen, ist noch nicht so lange her. Genau, und die basteln wir heute. Kunstlevel ist auf jeden Fall 1, weil besonders viel Aufwand ist hier nicht. Techniklevel ist auch 1 und Budget habe ich auf 2 gesetzt, einfach nur, weil alles, was eine Stanzform beinhaltet, mindestens 2 kriegt. Aber an sich ist hier nichts dabei. Ihr seht auch an der Länge dieses Videos, die Karte ist super schnell gemacht, weil die super einfach ist. Aber ich finde, die macht extrem was her. Sehr elegant. Genau, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau, also dieser Spruch, der ist total austauschbar. Ich habe auf Instagram teilweise gestempelt, teilweise gestanzt. Also ich habe Worte gestanzt und auch Worte gestempelt und die dann in kleinen Rechtecken hingesetzt. Guckt euch einfach mal auf Instagram die Karte an, dann seht ihr es ja. Und wir machen die jetzt hier in dieser Version. Genau, los geht's. So, wir fangen mal an mit dem Stempeln. Ich schnappe mir hier meinen Stemperatus für. Und ohne die Schaumstoffmatte, weil wir arbeiten mit einem roten Gummistempelset. Ich habe eine zweite Kartenauflage, also 9,5 x 13,5 und Stempel tun wir mit einem meiner absoluten Lieblingshintergrundgestaltungssets, nämlich Very Versailles. Da ist diese ganz, ganz tolle Ranke und dieser tolle Schriftstempel drin. Das überlebt wahrscheinlich, vermute ich übrigens, nicht mehr lange, dieses Set. Also wer da noch Interesse hat, der darf nicht mehr allzu lange warten. Das ist so ein Set, was super schade ist, dass es aus dem Sortiment geht. Das positioniere ich hier so in etwa in der Mitte. So. Und ich glaube nämlich, ich möchte das einmal abstempeln. Gestempelt wird in Schiefergrau. Das heißt, hier einmal alles einstempeln. Dann einmal so stempeln. Und dann reinlegen und nochmal stempeln. Ein ganz toller Skriptstempel. Ja, ist sogar fast immer noch ein bisschen dunkel. Wir können auch nochmal zweimal abstempeln. Wir können ja einmal auf die Rückseite noch stempeln und schauen, was uns dann besser gefällt. Also hier einmal vielleicht ein bisschen länger halten. So. Und dann von der Rückseite. Das ist natürlich jetzt Vorführeffekt, weil da hinten schon das Skript drauf habe. Ich glaube, das Dezente gefällt mir besser. Muss ich nochmal kurz schneiden. So. Heute haben wir ein bisschen mehr Zeit, weil das Video sowieso recht kurz wird, weil die Karte sehr easy ist. Also, was hatte ich gesagt? Erstmal auf 10,5 schneiden, weil ich weiß ja noch nicht, was aus den anderen Dingern wird. Und jetzt 13,5 mal 9,5. Ihr wisst ja, ich lasse die Fehler gerne drin, weil dann seht ihr auch, mir passieren immer wieder Fehler und auch ich probiere aus. Es gibt immer ein bisschen Ausschuss. Man muss einfach mal ein bisschen testen, was man halt so gut findet. Die Karte habe ich übrigens gebastelt, aber habe ich wahrscheinlich schon erzählt, ne? Ich drehe es ja in der falschen Reihenfolge. So, also jetzt reinlegen und abstempeln. Ja, ist schon viel leichter, gefällt mir besser. Gehen immer noch einen Hauch leichter, aber lassen wir jetzt so, wie es ist. Finde ich gut. Weil ich glaube, wir machen nämlich auch viel obendrauf nachher. Ganz tolles Set. Es würde auch vollkommen reichen, das jetzt auf eine graue Basis zu kleben, machen wir auch gleich. Und dann diesen Zweig hier zum Beispiel in einer Farbe, zum Beispiel Aquamarin, drüber zu machen und dann einfach nur einen Gruß unten rein zu stempeln. Das reicht schon völlig. Dieses Set ist total toll. Gut, dann kommt das mal alles zur Seite. Ich habe lange überlegt, welche Farbkombi wir nehmen. Zu dem Grau und ich habe mich letzten Endes für Aquamarin entschieden. Die Karte auf Instagram ist in Türkis gemacht. Das ist eine alte In-Color-Farbe, die ist schon lange nicht mehr drin. Nee, das ist gar nicht In-Color-Farbe, die ist zum Farbwechsel ist die gestorben. So, das kleben wir auch gleich mal auf. Hier, flink und fest. Ihr wisst, ich mache gern, ich klebe das gern trocken, den dünnen Grundweiß. So. Das sieht gut aus. Und als nächstes, die Worte machen wir dann danach, schnappe ich mir das
den Zierelemente-Mix Tintenkunst. Das sind diese Goldfolien-Dinger. Ich bastel jetzt einfach nochmal genau die Karte nach, die ich damals gemacht hatte. Das war mit diesem Hexagon hier, mit dem großen länglichen. Die hat mir sehr gut gefallen. Das möchte ich einfach nochmal genau so machen, wie ich es damals gemacht habe. So. Hier wird nichts verloren. Ihr habt hier auch so schillernde, irisierende Pailletten drin. Die könntet ihr auch verkleben. Aber ich lasse das mal weg, weil ich glaube, bei mir wird das eine Jungskarte und die Jungs mögen ja normalerweise nicht so die Glitzis. Genau, das sieht in allen möglichen Farbkombis gut aus. Ihr könnt übrigens auch diese Zwischenstücke hier aufheben, weil auch daraus lässt sich ein schöner, eleganter Rahmen basteln. Vor allem, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ein Set von denen hättet, dann könnt ihr auch zweimal so, beziehungsweise so und so dann übereinander setzen. Das sieht auch nach einem schicken Rahmen aus. Könnt ihr also auf jeden Fall auch aufheben. So, das räume ich mal weg. Nicht, dass es verloren geht. So. Gut, das wird hier aufgeklebt. Ich nehme dafür jetzt einfach mal einen Hauch Flüssigkleber. Ne, wir kleben es nachher mit den Schaumstoffdingern einfach aus, dann passt das. Genau, also, was ihr dazu jetzt kombiniert, ist relativ egal. Ich hatte auch an Bonbonrosa gedacht, also ihr könnt auch ein Magenta draufsetzen. Dann hatte ich gedacht an Pazifikblau, sieht auch schön aus. Und dann habe ich mich doch für mein Aquamarin entschieden. Ihr wisst ja, ich liebe die Farbe über alles. Aber was auch immer ihr da draufsetzt, Bermuda-Blau habe ich hier gerade noch liegen, das sah ja auch sehr, sehr schön aus. Ja, sucht euch eine Farbe aus, das ist total egal. Bis jetzt ist es ja super neutral gehalten. Gut, und genau, wie mache ich dann weiter? Hier sind diese Worte eben ausgestanzt, die kommen aus dem Set Jahr voller Grüße. Da gibt es auch Stanzformen dazu, ist ein doppeltes Set, ist relativ groß. Das sind ausführlichere Sprüche, aber auch eben so ein Buchstaben, so ein Wörtersalat, wo man eben selbst zusammenstellen kann, was man gerne hätte. Das ist ein sehr großes Stempelset und da gibt es eben auch hier diese Wortstanzformen zu. Und da habe ich mal alles Liebe zum Geburtstag rausgesucht. Einfach nur, weil Geburtstagskarten sind die Karten, die ich am allermeisten brauche. Aber zum Beispiel die Karte auf Instagram, das ist die Abitursabschlusskarte von meiner Schwester gewesen. Da habe ich dann alles Liebe zum Abschluss oder sowas drauf gestempelt. Ihr könnt ja mal nachgucken auf Instagram, was ich da genau gemacht habe. Deswegen also mit dem Set, da ist alles Mögliche an Grüßen drin. Da könnt ihr letzten Endes dann stempeln, was ihr wollt. Und jetzt benutze ich noch die doppelseitig selbstklebenden Schaumstoffbögen. Ganz, ganz krasses Zeug. Ich glaube, ich nehme einfach mal hier einen neuen Bogen. So. So. Das wird mal hier so ein bisschen drauf. Und ich glaube, ich schneide es auch mal ab, dass wir nicht den ganzen Bogen durch die Stanzmaschine zwingen, also in etwa hier zum Beispiel. So. Alles Liebe, Geburtstag. Und zum passt bestimmt auch noch hier auf so ein Reststück. Oh ne, wir machen jetzt hier keine halben Sachen. Das kommt jetzt hier hin und gut ist. Alles klar. Wo ist meine Acrylplatte? Da. Und dann einfach durchkurbeln. Gucken, dass sich jetzt die Stanzformen nicht übereinander liegen. Das wäre fatal. Und dann durchkurbeln. Das knackst ein bisschen, ist aber ganz normal. Und dann hat es das ausgestanzt. Und tatsächlich wird es auch nicht flach gedrückt. Ich weiß nicht genau, wie dieses Schaumstoffzeugs das macht, aber es funktioniert. Also es ist. Also die Idee ist quasi, es springt wieder sehr schön zurück in die ursprüngliche Höhe. Es sind übrigens 3 mm, wenn ich mich richtig erinnere. Mal kurz nachmessen. Ja, 3 mm. Genau. Und das kann jetzt hier rausgetrennt werden. So, und ich lasse es tatsächlich, so gut ich kann, in der Stanzform stecken. Weil die Stanzform positioniert mir das dann letzten Endes genauso, wie ich das möchte. Ja, hat nur so lala funktioniert. Na, der Versuch's was wert, ne? So, das kriegen wir wieder zurückgefummelt. Letzten Endes ist es auch nicht so wild, weil auch den Farbkarton, den wir nachher draufkleben, auch den kann man noch ein bisschen biegen.
Und das, was nicht passt, wird passend gemacht, ist da das Motto. So, diesen Rahmen hier habe ich gar nicht angeklebt, sondern der wird einfach mit den Wörtern hier angeklebt. Jetzt lege ich das mal so drauf, wie mir das gefällt. Alles Liebe zum Geburtstag, so zum Beispiel. So ist doch schön. Das heißt, Geburtstag einfach unten mittig in den Rahmen. Wir machen mal direkt zentriert mittig. So. So. Jetzt kann ich Stanzform abziehen. Und jetzt sind da zwischendrin ja noch bei den Wörtern, hey, diese im E und im B und so weiter und so fort. Da schnappe ich mir eine Pinzette mit Spitze vorne. Findet ihr unter dem Begriff Quilling-Pinzette. Und damit werde ich einfach die Dinger hier wieder rausfummeln. Kann man auch vorher machen, aber so rum ist es, glaube ich, einfacher. Ich mache jetzt mal die restlichen Wörter. Ich klebe die da drauf. Ich mache noch den Farbkarton nicht drauf, das können wir dann wieder zusammen machen. Ich mache das mal, ich mache es auch mal andersrum. Erst rauspulen die Zwischenräume und dann aufkleben. Und ich melde mich gleich einfach wieder zurück und dann erzähle ich euch, was günstiger ist. Kleines Zwischenexperiment. Theoretisch könnte es auch funktionieren, wenn das hier noch in dem Bogen quasi drin ist und wir nur von dem Wort die Trägerfolie abziehen. Und das dann positionieren. Das probiere ich auch mal aus. Hab's gleich. So, also hier das Liebe. Und das alles können wir eigentlich gerade mitmachen, weil die Positionierung sieht ganz gut aus. In der Hoffnung, das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Aber das ist halt immer so beim Basteln. Und jetzt das hier drauf drücken. Und jetzt den Rest abpulen. Also ich mache mir erst die Stanzform oben drauf weg. Dann können wir jetzt den Rest einfach rausziehen. Ja, mehr schlecht als recht. Also das würde ich nicht empfehlen. So, jetzt hat es mal funktioniert, wie ich das wollte. Also jetzt ist hier das Wort noch drin. Man sieht übrigens hier bei dem Z, habe ich nicht aufgepasst, vorhin beim Stanzen, da ist ein bisschen eine Ecke weg. Das macht aber im Prinzip nichts, weil das ist ja nur die Stütze für den Farbkarton. Deswegen, das ist nicht so schlimm. So, jetzt machen wir das hier rein, ziehen das Papier ab und in meiner Erfahrung hat es tatsächlich ganz gut geklappt, einfach hier die Zwischenraumteile im Nachhinein rauszufummeln. Das funktioniert eigentlich ganz gut. So, jetzt setzen wir noch die Wörter letzten Endes auf. Das heißt, die startet halt irgendwo und klebt nach und nach die Wörter auf. Ich habe hier den I-Punkt tatsächlich gerettet gehabt. Wo ist mein Auflegewerkzeug? Da. Ist das richtig rum? Nee. Umdrehen. So. Das ist der I-Punkt. Genau, also erst an einer Ecke und dann hinlegen. An der filigransten Ecke am besten anfangen. Also hier bei dem Allen. Alles. Auf jeden Fall unten links. Und wenn es dann nämlich ein bisschen schief aufgeklebt ist, weil sich die Form ein bisschen verzogen hat, dann kann man es nach und nach eben anpassen und hinlegen und dann ist das gar kein Thema. Alles Liebe zum Geburtstag. So. Genau. Perfekt. Super. Und es ist total niedlich. Die Karte ist extrem schlicht. Hat aber ganz viel Dimension eben durch dieses Hochgesetzte und das ist ja wirklich sehr hoch. Ihr könntet, wie gesagt, jetzt noch von diesen Pailletten 2, 3 dazwischen setzen. So 1, 2, 3, 4, 5 oder was. Aber mache ich jetzt mal nicht. Das reicht mir auch so. Und weil dieses Video gefühlt erst 2 Minuten lang ist, ich sehe es nicht genau hier in meinem Display, können wir auch noch eine Innenseite gestalten. Die machen wir aber auf jetzt jeden Fall 10x14, weil da wollen wir ein bisschen Platz drin haben. So, das heißt, dann nehmen wir doch einfach nochmal hier diesen Schriftstempel und positionieren den ein bisschen woanders. So hier unten. Dann fixieren wir das gerade einmal so. Wo ist unser Reinigungsprofi? Da.
Innenstempel ist jetzt in Aquamarin, dass wir die Farbe innen aufgreifen, weil die Kartenbasis drumherum ist ja schon grau. Und dann können wir hier nämlich in Aquamarin stempeln. So, heißt auch hier einmal abstempeln, hat auch den Vorteil, dass wir hier unten sehen, wo es ist. Und dann können wir es nämlich so platzieren, dass wir hier unten noch ein bisschen von der Schrift erwischen. So, und das mache ich auch nochmal da oben in der Ecke. So. Das heißt auch hier nochmal, jetzt habe ich Farbe an den Fingern. Einmal abstempeln. Nochmal for good measure. Und dann hier oben. Nur ganz dezent. Sehr schön. Und da kann man einfach ein bisschen drüber schreiben, das ist ja nur für die Komposition. Da könnt ihr auch noch einen Texturstempel hinsetzen, wenn ihr möchtet. Und so weiter und so fort. Gut, aber das reicht eigentlich so, wie es ist. Und auch das wird eingeklebt mit Flink und Fest. So, auf die Innenseite. Da oben hätte man was reinstempeln können. Vorher hätte man wollen, zum Beispiel diesen Zweig. Den könnte man natürlich auch hier unten noch in Grau reinragen lassen. Sollen wir das machen? Sollen wir das nochmal? Ich glaube, das machen wir noch. Wo ist denn meine Silikonmatte? Weil das klebt jetzt. Habe ich die hier irgendwo? Die habe ich doch heute schon benutzt gehabt. Dann liegt die bestimmt hier irgendwo vergraben. Ich gehe mal kurz suchen. So, das ist wahrscheinlich eines der kürzesten Videos auf dem Kanal, aber auch das mit den meisten Schnitten gefühlt. Tut mir leid. So, also, die Ranke. Die Silikonmatte, darauf kann man nämlich Dinge ankleben und das klebt dann nicht da fest. Das kann man einfach wieder abziehen. Habt ihr heute sogar noch was Kleines gelernt? So, wenn ihr es nicht sowieso schon wusstet. Und die Ranke tun wir einfach mal hier so einspannen. Und die wird natürlich auch abgestempelt mit Schiefergrau. Da. So, einmal gut abstempeln. Aber wir wollen ja nur so einen Hauch von der Ranke hier haben. So. Hätte man auch umdrehen können, die Farben, aber mir gefällt das eigentlich so ganz gut. So, und auch nochmal stempeln. Mal gut abstempeln. Und dann hier oben gerade so ein bisschen reinragen lassen. Sehr, sehr hübsch. Und was ich auch immer gerne bei Distinctive-Stempeln mache, also so Stempel mit eingebauter Schattierung, ist, ich nehme ein Blender-Pen und fahre einmal drüber und blende das tatsächlich noch ein bisschen mehr ineinander. Vor allem bei den Blättern, das tut den ganz gut. Sehr schön. Und dann können wir das hier einfach wieder abziehen. Das ist die Silikonmatte. Da ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Stempeltinte drauf, weil wir haben ja über den Rand gestempelt. Also damit jetzt aufpassen. Und dann können wir das einfach hier in unsere Karte einkleben, als wäre nie was gewesen. Sehr gut. Perfekt. Das ist die Karte von heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ihr habt mal wieder was gelernt. Wenn ihr es nachbastelt, schickt ihr mir unbedingt Bilder auf Facebook, auf Instagram, per Mail, sonst noch irgendwas. Probiert andere Sprüche auch. Ich will vor allem andere Farbkombinationen sehen. Und dann gucken wir mal, was daraus so wird. Ich freue mich, wie gesagt, einfach immer über eure Bilder. Genau, das ist es von mir für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempeled.